Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2. Offensichtlich, wie man ja am Speicherbildschirm schon sieht. Entschuldigung. Ihr seht aber 53%. Das heißt, wir haben vor Spielbeendigung jetzt schon die Hälfte der Prozente vollständig. Das heißt, ich setze jetzt mal einfach das fort und guck mal, wo jetzt der nächste Story-bezogene ist, ne? Also, Auftrag ist, meine ich. Und der bezieht sich auf da hinten. Grandios. So, wollte gerade sagen, sobald ich da mal abhebe, wird das Ganze auch einfacher. 10 Kilometer überbrücken werde ich wahrscheinlich mit einem kleinen Cut, wenn es zu lange dauern sollte. Moment, es sei denn natürlich, ich kann da irgendwie... Jo, diese eine Armee-Stützung da unten, dann kann ich nochmal einen kleinen Sprung machen. Sobald ich, ja... in irgendeiner Art und Weise die Schnellreise nutzen kann. Sprich, wenn die Alarmierung aufgehört hat. In dem Fall. Oder, es geht ja noch einfacher. Habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Damit kann man auf jeden Fall auch gut Strecke zurücklegen. Ein Armeehubschrauber müsste in Kürze eintreffen. So. Paar Locations noch mal entdecken hier auf dem Durchflug ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ganz im Gegenteil, so kann ich dann auch die Schnellreise noch mal wieder aktiver nutzen hier oben. Okay. Rakete gestartet. Es sei denn natürlich, ich sollte jetzt irgendwo gegenkrachen. Dann wäre das fatal. Aber das glaube ich, dass das mir nicht passieren wird jetzt gerade. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Huch, da hat es ganz kurz geruckelt. Ah, und das Ganze jetzt in unter der Zeit, die ich mir gerade eingedacht hatte. Was mich natürlich schon wieder freut. Gar nicht den Hafen. Ach ja, den hatte ich ja schon. Das war ja. Oder? Nee, den hatte ich noch gar nicht. Grandios. So. Hier nochmal diesen x-beliebigen Punkt hier vorne kennenlernen und dann hier hinten mehr oder minder eine Art Landung ansetzen. Subi. Oh nein, oh nein, das ist nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn schon, denn schon, ne? So. Mal sehen, was uns erwartet. Die Post ist da. Jetzt sag bloß nicht, du hast wirklich einen Sack Grillkohle dabei. Wir haben den Jackpot geknackt, Sheldon. Der Russe, Sang-San und unser japanischer Ex-General. Sie sind alle im Three Kings Hotel. Und weißt du, was das Beste ist? Sie haben keine Ahnung, dass die anderen auch da sind. Im Three Kings, hä? Hätte ich mir denken können. Der Laden hat die beste Hotelbahn ganz Panau.
und rattenscharfe Kellnerin. Ein Grund mehr, dort einzuchecken. Buch ein Doppelzimmer, Junge. Ich komme mit. Wird Zeit für ein bisschen Action, Kumpel. Ich kann doch nicht den ganzen Spaß nur dir überlassen. Ach ja, herrlich. Herrlich, herrlich. So. Da ist es. The Three Kings. Wen kann uns leider nicht begleiten? Wir sind in der Konferenz mit dem Hauptquartier. Ich hoffe mal nicht, dass die Musik irgendwie wieder Probleme erzeugt. Sollte sie es, dann tut es mir leid, dass ihr mich nicht hört. Also ich hoffe, dass die Musik keine Probleme erzeugt. Ich wiederhole mich da zwar gerade jetzt, aber wenn es doch sein sollte... Du erledigst diese Sang-Type und ich versuche den Ruski aufzuspüren. Hossa! So. Ich werde heute jetzt auf jeden Fall 1, 2, vielleicht auch 3 Missionen machen. Darunter auch Nebenmissionen. Ha, was soll das denn? Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Ich hab Sie doch längst kommen sehen, Amerikaner! Jetzt werden Sie die ganze Macht eines chinesischen Feuerwerks zu spüren bekommen! Keine Bewegung! Alle Einheiten! Gefahrenverzug! Melden Sie sich umgehend in der Gefahrenzone! Ihr Körper ist schwach! Er ist verletzt! Töte ihn! Okay, ich muss nochmal einen Kontrollpunkt neu starten. Das war jetzt gerade einfach eine Lost-Aktion. Es tut mir leid. Warum hat er außerdem auch das Scharfschützengewehr? Ich habe doch das gar nicht ausgerüstet gehabt. Oder war ich jetzt in der Eile... Ah, Scheibenblätter. Er blutet wie ein Schwein. Ihr Körper ist schwach. Sammeln! Geh von der Seite! Okay, krass. Der ist mal übertrieben. Hahaha, wie jämmerlich! Da ist der Bastard! Sie sind langsam und dumm! Ha. Jetzt sehe ich ihn! Achtung, Granate! Hahaha, Ihre kläglichen Versuche bringen mich zum Lachen! Ich hab ihn im Visier! Scheiße! Der ist geliefert! Los, weiterfeuern! Sie haben längst ihr Gesicht verloren, ne? Hab frei Schussfeld! Wir erlösen dich von deinem Leiden! Okay, der ist mal übertrieben. Da drüben! So. Wie dem auch sei, wir haben es geschafft. Wir Chinesen wussten davon. Sie wussten wovon? Die Russen auch. Und sogar die Japaner. Aber die Amerikaner... Ja. Ach, ihr wart... Ich hab unseren russischen Freund geoutet. Das wird lustig. Klar. Auf dich wird ja auch nicht geschossen. Jetzt kommt Hollywood, um den Kleber zu stecken. Zu spät, Arnold. Schick mir meinen Panzer, schnell! Echt jetzt? Spüre den Zorn von mittischem Russland. Okay, Entschuldigung, wenn es immer so laut ist und Entschuldigung, wenn ich dann am Ende das doch rausschneiden darf. Schwing jetzt deinen Arsch hier rüber. Okay, jetzt ist es extrem leise oder meine Ohren sind gerade explodiert. Nee. Es hat sich tatsächlicherweise reguliert. Okay, es ist extrem leise, warte mal. Ja, muss ja. Entschuldigung, ich tapp gerade raus, um in den Mixer reinzugucken, ob das sich exorbitant reduziert hat.
Nee, tatsächlich gar nicht. Dann liegt einfach am Spiel selber, oder wie? Du bist dran, Kumpel. Viel Glück. Wir haben Kampfhandlung. Ich gebe dir Deckung, Kimosabe. Ich bin mit dem Heli direkt hinter dir. Zeit zu sterben. Bin tot. Woher ich das weiß? Weil sich mal wieder weghängt. Weil ich rausgetappt habe, um nachzugucken, was mit dem Ton los ist. Wie gut ich das doch einfach kenne. Ne? Na gut, aber wie gesagt, neuer PC, dann ist alles anders. Ne? Ihr wisst ja, wie ihr mich unterstützen könnt. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten wisst ihr alles weitere. Ich hoffe einfach, dass das jetzt hier schnell genug lädt. Grandioserweise habe ich nämlich geplant, die nächsten 20 Folgen noch irgendwie was zu machen. Dass ich so schnell wie möglich die 100% erreiche. Und deswegen muss das jetzt alles Schlag auf Schlag passen. Nachher kann ich natürlich sagen, okay, ich mache vielleicht ein paar längere Parts, aber ich möchte heute zumindest ein paar kürzere wieder haben und deswegen, ja, die 20 Parts, die ich noch plane, die sind so zwischen 30, 35, wenn nicht sogar 38 Minuten lang, so im Durchschnitt. Sprich, alle so unter 40 Minuten natürlich. Richtig, richtig grandios. So, dafür muss natürlich auch das Laden und so alles funktionieren. Grandios, das ist, nee. Achso, das schneide ich nicht raus. Das tut mir leid, das gehört mit zum Spiel. Laufwege, okay. Zehntausende Wiederholungsflüge, okay. Aber sowas? Nee, das schneide ich nicht raus. Habe ich nicht gesagt. So. Spaß beiseite. Ich fokussiere mich natürlich jetzt darauf, dass das sich hier mal beeilt. Nee, keine Ahnung. Gut. Grandios, ein schwarzer Bildschirm. Wie kommt's? Gut gemacht, amigo. Schwing jetzt, dann jetzt, das ist nicht lustig. So. Grandios. Das ist doch nicht wahr. Jetzt bin ich schon wieder down, weil jetzt hänge ich nämlich wieder auf. Ach, das ist doch... Grandios. Das ist doch einfach nur Scheibenkleister, das ist doch nur. Mann, hier, komm. Scheiß Ladezeit. Das triggert mich eigentlich jetzt gerade wirklich am meisten gerade. Dass eine Ladezeit vorbei ist und jetzt lädt das nochmal knapp 5 Minuten oder so. Das ist doch blöd, ey. Komm schon, mach hin. Das ist doch nicht wahr. Kann doch nicht wahr sein. So. Gut gemacht, amigo. Schwing jetzt deinen Arsch hier rüber. Also was, ganz ehrlich, fass mich an die Füße.
angeblich suchen. Ich gebe dir Deckung, Kimosabe. Ich bin mit dem Heli direkt hinter dir. Oh nein, 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 bitte, 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 nein, 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 nein. Jetzt hatte ich gerade das Steam-Overlay aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen öffnen müssen. Aha! Interessant. Lass die nicht entkommen! Für den Ruhm von. Hier kommt die Kavallerie! Kein freies Schussfeld! Ich zerbreche dich wie trockenes Holz! Ich gehe. Bin direkt hinter dir, Kumpel. Kopf runter. Attacke! Lauf, kleine Ballerina! Keine Gnade! Ich hab ihn! Ah! Ich bin hier, Kumpel! Ja, toll! Ich zerbreche dich wie trockenes Holz! Das macht alles keinen Sinn, ne? Also nur mal so nebenbei. Du verdammter Wichser! Da ist er! Halt den Kopf unten, Rico! Jetzt machen wir den Russen fertig! Ja, das ist doch. Das ist doch der letzte Dreck! Das ist doch scheißen Dreck ist das doch. Was ist denn das? Also ganz ehrlich, ich kann nicht auf ihn schießen, trotz Sniper. Ne? Okay, egal. Egal, egal. Grandioserweise, das Sammeln brauche ich eigentlich gar nicht machen. Von den Sachen. Gut gemacht, Amigo! Schwing jetzt deinen Arsch hier rüber! Du bist dran, Kumpel. Viel Glück. Wir haben Kampfhandlung. Ich gebe dir Deckung, Kimosabe. Ich bin mit dem Heli direkt hinter dir. Zeit zu sterben. Cool. Hier kommt die Kavallerie! Autsch! Er ist verletzt! Töte ihn! Zeit zu sterben! Aufpassen! Er hat keine Deckung! Lass Blei! Bin direkt hinter dir, Kumpel! Kopf runter! Ich hab freie Schussfeld! Beuge dich der Stärke des russischen Bären! Ja. Kommt Schelden noch irgendwann mal? Ich bin hier, Kumpel! Nimm das, Ivan! Ja, lauf zu deiner Mama, Mutter Jock. Cool. Zeit zu sterben. Halt den Kopf unten, Rico. Jetzt machen wir den Russen fertig. Oder mich. Spüre den Zorn von Mütterchen Russland. Zeit zu sterben. Cool. Hier kommt die Kavallerie. Unfassbar. Mich mögen Sie besiegt haben. Ja, und wieder die Musik. Yeah. Hier kommt die Freiheit.
Aua, ist das laut. Sheldon, hätte nicht gedacht, dass du es noch drauf hast. Hey Rico, ich bin Amerikaner durch und durch. Und echte Amerikaner hassen alle Kommunisten. Das hört sich irgendwie blöd an. Unser japanischer Freund ist noch in seiner Suite. Er hält bestimmt noch irgendwas Mieses für uns parat. Also rein mit dir. Erledige ihn. So. Wir haben Kampfhandlungen in diesem Sektor. Ohne Verzögerung. Sofort eingreifen. Boah, ist das irritierend, wenn diese Pfeile da sind. Okay. So. Ah, da sind sie ja endlich. Danke, dass sie meine chinesischen und russischen Mitbewerber beseitigt haben. Und dass sie mir die Möglichkeit geben, meine beeindruckenden, satellitengestützten Raketen zu testen. An ihnen! Na, grandios. Alle Einheiten, Gefahr im Verzug. Melden Sie sich umgehend in der Gefahrenzone. Baka! Sie haben den Verstand eines Kindes. Beeindruckend! Ich hab aus Versehen. Okay. Oh, die Waffe gegen sich selber einsetzen, ne? Aber das hilft Ihnen gar nichts. Die Augen der Welt richten sich auf Panau, aber sie tappen weiter im Dunkeln. Ja, Amerika ist ein blindes Monster, das kämpft, ohne zu wissen, warum. Komm zurück, Rico. Ich hab dir einen bösen Margarita gemixt.
Alle drei Schurken sind Geschichte. Und wir haben immer noch Zeit für einen Margarita. Und zwar eisgekühlt mit Salzrand. Ich verwette meinen Arsch, dass diese Burschen aus dem gleichen Grund in Panau waren, aus dem Baby Panay sich von Uncle Sam abgewandt hat. Möglich. Was jetzt? Jetzt machen wir ein bisschen Druck, Rico. Die Rebellen müssen denken, dass du einer von ihnen bist, während du sie von innen auseinandernimmst. Je mehr Ärger es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Baby aus seinem Loch kriecht. Und dann nageln wir ihn fest. Dann mal los. Gut, drei Könige haben wir jetzt auch erledigt. Dieser Ort hier ist natürlich noch nicht fertig erkundschaftet. Aber wir haben immerhin noch mal was geschafft. Die nächste Story-Mission ist da oben, die nächsten Nebenmissionen auch und so weiter und so fort. Ich gucke jetzt gleich hier unten noch mal weiter. Okay. Wird Zeit, dass ich das Baby aus seinem Versteck treibe. So. Passa! Die Situation heizt sich auf. Deine Arbeit zahlt sich aus. Holen wir uns diesen Spinner Baby Panay und bringen wir die Sache zu Ende. Komm so schnell es geht her, Rico. Warte, willst du mir sagen, dass ich durch die Nebenmission, die ich schon gemacht habe, das Ziel erreicht habe? Also, so verstehe ich das jetzt gerade. Egal, ich gucke grandioserweise mal noch nach den restlichen Kisten und so, die hier sein werden. Die internationalen Spieler sind aufgelaufen. Aber was zum Teufel haben sie vor? Keine Ahnung. Aber eines weiß ich, wir müssen es im Keim ersticken. Die Kerle sind nur die Vorhut. Sicher holen sie bald Verstärkung. Ich brauche unbedingt neue Flipflops. Grandios. Bewahren Sie Ruhe. Die Lage ist unter Kontrolle. Bewaffnete Gruppen sind illegal. Die Flaggen der Roaches, Reapers und Ulas verboten. Die Ordnung wird in Kürze wiederhergestellt. Unser ruhmreicher Führer hat den Notstand ausgerufen. Die Verfassung tritt baldmöglichst wieder in Kraft. Die heutige Lottoziehung findet wie geplant statt. Also schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn wir den glücklichen Gewinner bekannt geben. Ach so, da drüben. Scheibenkleister ist das nervig, hier alles zu finden. Aber ich finde es ja. Irgendwie. Unser ruhmreicher Führer hat allen militanten Gruppen den Krieg erklärt. Ab sofort werden Sympathisanten der Ulas, Roaches und Reapers standrechtlich erschossen. Okay. Das war jede Minute wert.
Das ist krass. Okay, wir haben jetzt hier diesen Ort befreit gerade. Ich kann mal hier rüber schweben zu dem nächsten Ort. Auch hier wieder natürlich alles, was gerade auf dem Weg liegt, mache ich so nebenbei. Aber der Part ist jetzt auch schon wieder fast zu Ende. Aber wie gesagt, die nächsten 20 Parts werden nochmal extravagant. Darunter werden auch 5 reine, ja, Wettrennen-Parts sein. Also wo ich nur Wettrennen mache. Also, ja, ich lasse mich mal überraschen. Könnte ich doch bloß meine Familie beschützen. So. Das wird jetzt eine Weile so gehen wahrscheinlich. Die drei Türme des Three Kings Luxushotels wurden heute bis auf ihre Grundfesten erschüttert, als sich mehrere ausländische kriminelle Vereinigungen ein heftiges Feuergefecht lieferten. Der Präsident kommentierte den jüngsten Zwischenfall mit den Worten: Wenn sich diese Spinner gegenseitig erschießen, ist am Ende keiner mehr übrig, den ich töten kann. Und das ist schade. Merkt da eigentlich noch irgendwer was? Ne, hier oben ist nichts. Das irritiert mich jetzt aber wirklich so langsam, denn... Ach da, ich sehe es schon. Da drüben ist es. Sehr schön. Gehört aber nicht zum Ort. Wie der Innenminister heute bekannt gab, versinken weite Teile von Panau im Chaos. Die örtliche Polizei ist machtlos. Die Regierung hat zu Besonnenheit und Ruhe aufgerufen. Gewaltbereite Aggressoren aus dem Ausland müssen ausgemerzt werden. Keine Gnade, keine Fragen, kein Problem. Guten Tag. Ja, sehr gut, er blutet! Alle Einheiten! Gefahrenverzug! Melden Sie sich umgehend in der Gefahrenzone! Das Ganze macht richtig Spaß hier. So, aber ich muss jetzt auch Part Ende machen. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao.